Ich zoome jetzt mal ganz kurz nah ran und setze den Wegpoint noch ein bisschen genauer, sodass ich es exakter sehen kann. Gut, das sollte reichen. Okay. Ja, ja, ganz ruhig. Scheiß Bewegungsmelder, Alter. Geht mir gar nicht auf den Sack. Geht mir ja mal gar nicht. Nur nicht zu schnell. Oh Gott. Ey, eine kleine Bewegung vom Stick, ey. Ey, das ist ja... Das ist ja schlimm. Alter! Alter, das ist ja jetzt einfach mal gar nicht unfair, ne? Egal. Na komm, Junge, hör auf dich zu verstecken. Alter. Feigling! So, naja, immerhin haben wir die Bewegungsmelder erfolgreich umgangen, das ist gut. Und hier hinten versteckt sich auch noch einer. Guck dir das an, wie ein feiges Hühnchen. So ein faulen, feiger Sack, ey. Na komm. So, meine Güte. Ich glaube, speichern wäre eine ganz coole Sache jetzt erstmal, oder? Nein, kann ich nicht, okay. Na, dann geht nicht. Shepard? Wer ruft denn hier die ganze Zeit zum Teufel? Das geht mir voll und gar nicht auf den Sack. Zündkapsel entschärfen. Das wäre nämlich jetzt absolut geil, wenn ich da wenigstens nicht nochmal lang gehen muss. Okay, Zündkapseln sind schon mal entschärft. Das ist super. Und, hole ich mir jetzt gleich noch das Marco? Ach nö, scheiß drauf. Okay, dann lasst. Hey, mir fällt gerade mal auf, wir haben auch einen Helm. Hier, wir tragen jetzt noch Helm. Wäre ja auch schwachsinnig, das nicht zu tun. In dieser luftfeindlichen Atmosphäre. Oder luftlose Atmosphäre. Aber wäre scheiße, ne? Ach Mensch, mir fällt gerade auf, wir sind ja schon wieder im nächsten Part. Ich begrüße euch zurück und, ja, schön, dass ihr weiterhin dran geblieben bleibt. Dran geblieben seid, ne? Die Spinne hier kann ich auch alle nicht öffnen, zum Teufel. Und weiter geht's. So. Deckung. Noch haben sie uns nicht entdeckt. Tunk. Aber ich glaube, das wird eh darauf hinauslaufen, dass sie uns entdecken. Also was soll's, hey. Das sind aber jetzt eine ganze Menge rote Kreise hier. Alter! 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 Nicht gut. Gar nicht gut. Die schießen ja einfach mal instant auf uns. Ihr Schweine. Oh Gott. Geh doch mal in Deckung. Warum geht denn die Alte nicht in Deckung? Jetzt ist sie in Deckung. So, die sind schon mal tot hier. Der ist tot. Na, Kuhm. Kommst du raus? Alter, was ist das, ne? Das ist eine Drohne zum Teufel. Scheiß Drohne. Gauss, du stehst mir auch gerade ein bisschen im Weg. Habe ich irgendwas, was ich da vielleicht einsetzen könnte? Was ist denn das? Sabotage? Was macht der Sabotage nochmal? Überhitzt die Waffen der Feinde. Das könnte helfen. Müssen wir mal was treffen. Ach, die Drohne scheint weg zu sein. Das ist gut. So, erstmal schön hier beim Durchlaufen. Erstmal die Drohne da oben weg. Ah. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Flums. Na komm, Junge, komm. Lass dich von der kleinen Granate töten. Ha! Idiot. So, was haben wir hier noch so? Irgendwo lebt ja immer noch was. So. Aber über uns scheint immer noch eine scheiß Drohne zu sein. Die bewegt sich jedenfalls relativ schnell. Oh, Alter, ich sehe sie nicht. Da. So, und irgendwo lebt noch was. Und zwar da oben sehe ich noch einen roten Punkt. Geh tot, Mann. So, okay. Alter, wie viele von den Drohnen gibt's denn? Sind endlich viele von oder spawnen die einfach nur nicht nach? Spawnen die einfach nur nach, meine ich. Egal. Die sind jetzt gerade relativ ungefährlich, die Viecher. Okay, jetzt mal gucken, ob die nachspawnen. Nee, das scheint es jetzt doch gewesen zu sein. Weil die Musik hat aufgehört und es ist gut. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umsehen.
So, ich habe hier irgendwo noch eine Kiste gesehen. Hier ist eine Kiste. Nehmen wir erstmal mit. Verkaufen kann man später immer noch. Da ist eine Tür. Türen sind gut. Da ist vielleicht auch noch was versteckt. So eine Kiste oder so, genau. Mit einer leichten Dechiffrierung. Alles überhaupt kein Ding. Machen wir weg. Ja. Und weiter geht's. Und jetzt wieder nach oben und das Zeug deaktivieren. Aber doch, die Mission ist Action geladen, muss ich sagen. Obwohl ich glaube, dass die mit 90 Minuten doch ein bisschen übertrieben haben im Internet, was ich gelesen habe. Weil wir sind jetzt schon beim zweiten von drei und wir sind gerade mal bei knapp 30 Minuten oder so. Also denke ich mal, das ist übertrieben. Aber hey, wer weiß, vielleicht kommt noch was, was übel Zeit streckt. Kann ja passieren. Aber ich denke ganz ehrlich nicht, dass das passieren wird. So, Antrieb deaktivieren bitte. Den hacken wir schneller, geben wir gar kein Medigel für aus, soweit kommt's noch, Alter. Wow, jetzt hätte ich mich beinahe verdrückt. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Das ist mein Ziel. Der Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Ah. Vielleicht sollte ich die echt mal retten. Aber vielleicht auch nicht. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde Sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Ist das der Typ, den wir vorhin... Ist das der Typ, den wir vorhin in der anderen Anlage gesehen haben? So, der ist jetzt tot. Kann man nichts gegen tun. Aber wenigstens scheint die loyal zu sein. Also sie hat uns nicht verraten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auch wenn sie dafür über Leichen geht. Naja, manchmal muss man Entscheidungen treffen. Und in dem Fall uns bedeckt zu halten, ist in dem Fall, glaube ich, eine gute Entscheidung. Denn wenn uns keiner kennt, kann uns keiner töten. Relativ gesehen. Gut, im dritten Antrieb. Wie gesagt, Antriebe deaktivieren hat jetzt für mich oberste Priorität. Schließlich geht es hier um das Leben von Millionen. Da kann ich jetzt nicht auf so ein paar Doktoren gucken. Aber schade um die wäre es natürlich trotzdem, weil ich glaube, die werden mir dann in meiner hier Freund-Feind-Skala richtig Arschkarten geben. Also ihr wisst schon, hier diese freundlichkeitsgute Skala. Ich zeige euch am besten, was ich meine. Da die Vorbild- und Abtrünnig-Skala. Weil ich will ja das Spiel auch vorbildlich spielen. Vielleicht gibt es ja Leute, die diese Parts hier extra sehen, weil sie vielleicht nach dem Let's Play gesucht, also nach einem Let's Play vom Kollisionskurs gesucht haben. Kann ja sein. Deswegen erwähne ich das nochmal für die Leute, die das Let's Play nicht von vornherein gesehen haben. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte auf die Karte gucken. Richtig, zum Teufel. Falsche Taste. Oh, ich hasse das Zoom im Mass Effect. Alle anderen Spiele machen es über die Trigger. Und da auch so, dass linker Trigger immer rauszoomen ist. Aber dieses Spiel hier scheint das nicht einzusehen zu wollen. Naja, egal. Kommen wir mit zurecht, man muss sich nur dran gewöhnen. So, die Minen hatten wir deaktiviert, ne? Dann können wir hier durchwaschen, das ist gut. Wo habe ich geparkt? Oh Gott, ich brauche einen Park Assistant zum Teufel. Ich habe vergessen, wo ich geparkt habe zum Teufel. Wo ist mein Marco? Wo ist mein Marco? Oh, hier der Planet im Hintergrund. Ey, das sieht so immer aus, ganz ehrlich. So eine Mission würde ich mir häufiger wünschen. Und ich glaube, ich bin hier falsch. Wo zum Teufel habe ich geparkt? Alter Verwalter. Karte. Da habe ich geparkt. Setzen wir das mal einen Waypoint zum Marker. Oh Gott, ich bin ja vollkommen falsch hier. Naja, egal. Sowas gibt es ja zum Glück auch schon im Real Life. Da trägt man im Handy ein, wo man geparkt hat und das navigiert einen dann zurück zum Auto. Finde ich eine echt praktische Angelegenheit. Würde ich mehr mit Auto fahren, würde ich das nutzen. Ich fahre ja relativ wenig mit Auto. Und wenn ich mit Auto fahre, dann parke ich irgendwo, wo man das Auto wiederfindet. Also, ja. Ja, ich habe Führerschein, stellt euch vor. Na, ich bin nur 19, fast 20. Da kann man ja Führerschein haben, zum Teufel. Nur ein Auto habe ich noch nicht. Muss man sich mal das von den Eltern leihen. Das ist nervig. Das ist nervig, sage ich euch. Aber ich brauche auch kein Auto, ganz ehrlich. Meine Schule ist einen knappen Kilometer entfernt, da brauche ich kein Auto für. Bis dahin. Und daher ist das nicht so das Problem. So, komme ich denn da jetzt am besten hin? Am besten hier über diese Bergschlucht, das sieht nämlich gut aus. Schleichen wir uns mal von hinten an. Da kommen wir ganz heimlich von hinten. Ist das da ein Raumschiff oder ist das die Normandy? Ey, das wäre geil. Das wäre so immer, wenn ich von hier aus die Normandy sehen könnte. Aber das sieht mehr aus nach einem anderen Felsbrocken. Ja, das wäre trotzdem geil, wenn man die Normandy von hier aus sehen könnte. Da würde ich mich richtig drüber freuen, sage ich euch. Ne, das sind Felsbrocken. Na gut.
Vielleicht muss ich mal ausschalten. Vielleicht sieht man ja die Normandy sogar. Oder kann die so ein bisschen im Weltall ahnen. Naja gut, ich meine, es wäre sehr taktisch unklug von denen, die Normandy so zu parken, dass man sie sieht. Dann könnte man die nämlich auch relativ easy abschießen. Obwohl, das Ding hat bestimmt ein Schild, ne? Man weiß es nicht. Aber das war trotzdem immer. So, gibt's hier wieder Drohnen? Ne, Quatsch, Drohnen, Quatsch. So, wieder solche Bomben oder ist das jetzt nur für den Ehen gewesen? Egal. Bringt das was, wenn ich schon vorher drauf schieße? Warum öffnet denn der sich? Doch, der öffnet sich zum Teufel. Okay. Erstmal wieder die Geschütztürme ausschalten. Kennt man ja schon, ne? Haben wir ja schon gemacht. Zum Teufel. Da ist noch einer. Warum sind die Teile eigentlich so getarnt? Standen die eigentlich schon immer hier oder haben die Extremisten aufgebaut? Das frage ich mich jetzt. So und so die Fragen des Lebens, die man sich so stellt, wenn man Mass Effect spielt. Wo kommen die Dinger her? So. Einer nach dem anderen ausschalten. Aua. Aua, aua. Egal, wir haben ein Schild. Ah, noch ein Stufenaufstieg. Alter, die Dinger bringen aber ordentlich XP, habe ich das hierfür. EP. Ich wollte ja EP sagen. So. Naja, 100. Knapp 200 EP. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber auch nicht das Verkehrteste. Hab mal erwischt, Shepard. Das habe ich mitgekriegt, aber danke für den Hinweis. So. Dann gucken wir mal schnell, würde ich sagen, ins Aufstiegsmenü hier. Vergeben noch 2 Punkte. Wo hau ich denn die rein? Hau ich jetzt mal 2 in Dämpfung? Ne, ich hau 2 in Spectre drin, dann krieg ich wieder ein Upgrade. Viel effektiver. So, was haben wir dann? Erweiterte Einigkeit. Vergrößert die Menge an Gesundheit und Schulden, die durch Einigkeit regeneriert wird. Finde ich super. Auch wenn ich Einigkeit nie nutze. Sollte ich aber eigentlich mal, ne? Obwohl, es wird ja schon, wenn ich jetzt ganz normal die Teile verbreite hier, das Medigel wird ja schon verbreitet auf die anderen. Egal. So. Wie viel Part haben wir eigentlich noch Zeit? Wie viel Partzeit zum Teufel? Ach, dauert noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten haben wir noch für den dritten Part, den ich jetzt am Stück aufnehme. Man weiß es nicht. Oh, der hat eine mittelschwere Panzerung freigeschaltet. Dann kaufen wir die demnächst mal mittelschwere Panzerung, lieber Gerus. Aber mal gucken. So, ich speichere jetzt hier trotzdem mal ab. Schaden kann's nicht. So. Wie üblich, alten Safe Game weglöschen. Rift-Station. Wo war nochmal die Rift-Station? Ach, Noveria. Mein Gott, das ist auch schon uralt. Wann war das? 14.12. Das war noch im letzten Jahr, als ich das gespielt habe. Schon ziemlich lange. Ziemlich lange. Speichern. So, wunderbar. Weiter geht's. Und wieder und die letzte Anlage noch durchballern. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt noch schwieriger wird als die letzte oder nicht. Obwohl ich glaube, noch schwieriger geht's bald gar nicht. Es sei denn, ich würde langsam mal den Schwierigkeitsgrad hochsetzen. Aber hey, ist egal. Mann, warum ist das hier überhaupt so blau? Ist ja schlimm. Mach den. Aufpassen? Hör, aufpassen. Ich sag da auf. Alter, aber die geht einfach nicht in Deckung, die Kuh. Was ist denn das hier für ein komisches Zeug? Komisch aus. Kryptozelle. Oh, hier sind Hunde. Hundis! Hundis sind schlecht. Lass die Waren frei. Lass die Waren frei? Oh Gott, Hunde! Hunde! Die sind eigentlich keine Bedrohung, die Viecher. Ganz ehrlich. So. Die ist doch schon mal ganz gut. Die sind weg da hinten. Wir warten erstmal ab, bis der nächste Hund angelaufen kommt. Dann können wir den auch ordentlich wegsnipern, weil er damit dann bestimmt nicht rechnet. Er läuft einen komischen Kurs, wenn man so auf dem Radar guckt, ne? So. Jetzt habe ich noch 3 Gegner auf dem Radar. Also jetzt erstmal keine großartige Bedrohung weiter. 3 kleine Gegnerchen. 3 kleine Gegner. Die saßen auf dem Turm. Die wollten uns umlegen, aber dafür waren sie zu dumm. Aua, der hat einen Raketenwerfer. Ha! Aber mit der Tatsache, dass ich auf einen Benzintank schießen kann, hast du nicht gerechnet. Die Gegner sind sowieso so schlau. Die schießen, die verstecken sich hinter Benzintanks, ne? Das ist schlau. Schilde sind unten. Nee, Gegner sind tot. Wie wär's damit? So. Na gut. Das war nicht schwer bisher. Das war nicht schwer. Oh yeah. Das war nicht schwer.
Hier haben wir noch eine Kiste mit Granaten. Das ist gut. Ich habe ein paar verballert. Also können wir wieder welche mitnehmen. So, überbrücken, bla. Alles mitnehmen. Wird alles verkauft, damit wir für einen Haufen scheiß Geld haben. So, dann machen wir gleich weiter. Und ich würde mal sagen, ich werde nach dem Part, also ich werde diesen Part hier dann mal beenden, nachdem wir die Anlage hier deaktiviert haben. Also einfach nur, weil ich es kann. Muss ein bisschen auf Part-Trimming momentan achten. Damit das mit dem Schneiden wieder so problematisch wird und so bla, ne? So, lass mich raten, hinten ist wieder nichts. Nee, war ja auch klar. Ich hasse lange Gänge, wo man zwei Etagen hat. Ist das hier eine Kiste? Oh, eine gesicherte Kiste. Ah, na, das könnte schwer werden mit Hacken. Das könnte richtig schwer werden. Ach nein, doch nicht. So, na dann, deaktivieren wir mal. Antriebe deaktivieren. Oh, muss ich auch noch hacken, zum Teufel. Naja, war nicht schwer. Easy going. So. Ach naja, dann machen wir jetzt mal an der Stelle kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Und tschüss.